Saisonstart der zweiten Frauenbundesliga in Hoffenheim. Die neu formierte U20 von Trainer Siegfried Becker und Lena Forst empfing den FSV Hessen-Westland. Sommerliche Temperaturen und ein gut besuchtes Stadion in St. Leon Roth bildeten den Rahmen für eine spannende Begegnung. Nach anfänglichem Abtasten nahm Wetzlar das Heft des Handelns in die Hand und kombinierte sich öfter vor das TSG-Tor. Beispielhaft in der 16. Spielminute. Katrin Schermoli kommt nach Eckball frei zum Kopfball. Doch Ann-Kathrin Dilfer im Hoffenheimer Tor macht den Ball gerade noch fest. Nach der Trinkpause wirkten die Hoffenheimerinnen besser sortiert. Mary Schaller hatte hier die Chance zur Führung. Doch Wetzler Torfrau Janina Beffert parierte glänzend. In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild. Wetzlar setzt mit einer starken Offensive die jungen Hoffenheimerinnen immer wieder unter Druck. Wie hier in der 56. Spielminute, als gleich drei Spielerinnen von Wetzlar an der Hoffenheimer Abwehr scheiterten. In der letzten Minute der Nachspielzeit erkämpft sich Hoffenheim nochmal den Ball. Spielt vor zur Stürmerin Dana Leskin. Sie zieht aus ca. 18 Metern alles oder nichts direkt aufs Tor und schießt unhaltbar ins rechte obere Eck. Das war's aus Hoffenheim mit einem glücklichen Last-Minute-Sieg.